Wir stehen hier vom nagelneuen Hyundai Ioniq 5, der laut ADAC ganz klar den Anspruch der Technologieführerschaft beim Elektroauto erhebt. Und dahinter steht Hyundai, ein Konzern, der gesagt hat, wir wollen Weltspitze sein beim Thema neue Antriebe vom Wasserstoffauto bis zum Elektroauto. Und das basiert auf einer neuen Strategie, einer neuen Plattform. Und die möchte uns heute André mal kurz vorstellen. So, die Zeit, dass Elektroautos Nischen waren und irgendwo in kleinen Manufakturen zusammengeschraubt wurden, wir verweisen auch mal auf den Hotzenblitz, denn wir waren schon vor 30 Jahren quasi mit dabei, die ist lange vorbei. Wir wollen heute tolle Autos mit tollen Leistungen, die umweltverträglich sind, herstellen. Das ist aber auch eine Herausforderung für Automobilkonzerne. Und wie wir ja im Intro gesagt haben, Hyundai hat gesagt, wir wollen die Nummer 1 sein. Und dafür braucht man auch eine Strategie, das heißt bei Automobilherstellern eine eigene Plattform, ein Modulbaukasten, und den tut uns André für die, die ingenieursinteressiert sind, mal kurz vorstellen. Danke, mache ich sehr gerne. Wichtig war bei Hyundai einfach, dass wir bisher Elektrofahrzeuge hatten, die es zum Beispiel jetzt beim Kona Elektro als Verbrenner und so weiter gibt. Das heißt, diese Plattform war offen eher für verschiedene Motorvarianten. Also man hat ein Auto genommen, hat geguckt, was kann man alles reinpacken. Genau. So, und jetzt ist es so, dass Hyundai gesagt hat, so Feierabend. Jetzt geben wir mal richtig Gas und haben eine neue Plattform, die EGMP, auf Deutsch übersetzt die Buchstaben, und die steht für Electric Global Modular Plattform. Mhm. So, das heißt, die ist rein nur für Elektroautos, die wird weltweit eingesetzt dann bei Hyundai. Modular heißt, ich kann verschiedene Arten von Fahrzeugen draufbauen, und Plattform ergibt sich von selbst. So, und das Schöne an diesem modularen Aufbau ist, dass es standardisiert ist und skalierbar. Das heißt, ich kann bestimmte Teile, jetzt so Kotflügel oder Stoßstangen, entsprechend variieren, aber der Grund bleibt erstmal vorhanden. Und auch der Vorteil, dass ich in dieser Plattform ein 800-Volt-Batterie-Ladesystem entsprechend anbieten kann. Und diese 800 Volt, das ist das, wo wir uns momentan von dem Großteil anderer Elektrofahrzeuganbieter deutlich abheben. Jetzt müssen wir kurz mitnehmen. Wer schon mal ein Elektroauto gefahren ist der neuesten Generation, der wird begeistert sein vom Fahrspaß. Und auch ökologisch sind die Fahrzeuge hochinteressant, tun dem Klima gut und werden dort auch immer besser. Aber es war ja immer ein bisschen die Achillesferse, ich fahre zur Tankstelle und dann gefühlt kann ich einmal ins Kino gehen, damit ich wieder weiterfahren kann. Und mit diesem Baukasten kommt diese 800-Volt-Technologie, die, glaube ich, außer einem Hersteller aus Stuttgart, der Sportwagen herstellt, und noch einen zweiten, sitzt noch keiner ein, der mir in wahnsinnig kurzer Zeit wahnsinnig viel Strom tanken lässt. Richtig, das heißt, ich kann an einer entsprechenden Ladesäule, die das auch kann, innerhalb von 5 Minuten 100 Kilometer Reichweite nachtanken oder von 10% auf 80% Ladung entsprechend in ca. 15 Minuten wieder richtig Reichweite generieren. Und das ist schon ein richtiges Wort. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal für die, die sich jetzt nicht so mit Automobilingenieurswissen auseinandersetzen, die Entwicklung eines Fahrzeugs ist ein enormer, riesiger Aufwand. Und wenn ich jedes Mal von Null anfange zu entwickeln, dann ist das selbst für Weltkonzerne wie VW, wie Hyundai, wie Ford ein riesen Kraftakt. Mit diesen Plattformen schafft man erstmal eine Basis, die die Entwicklung ein Drittel oder die Hälfte erstmal abnimmt, weil man gewisse Dinge wie Antriebsgänge, Elektrik, Aufbauten nicht immer jedes Mal neu angehen muss. Genau, ich habe einfach die Möglichkeit, bestimmte Themen zu nutzen. Wenn ich jetzt eben sage, ich habe eine Plattform mit 800 Volt, dann sind alle Autos, die darauf aufgebaut werden, bekommen halt einfach diese 800 Volt, ohne dass ich jetzt für jedes Auto wieder neu mir überlegen muss, wie baue ich da was rein, was wird es kosten. Damit reduziere ich deutlich die Entwicklungskosten. Ja. 800 Volt, haben wir weitere Vorteile? Wir haben natürlich den Vorteil auch noch, dass die Fahrzeuggröße entsprechend definiert ist. Wir haben jetzt hier bei dem Ioniq 5 einen Radstand von 3 Metern. Und zwischen dem Radstand, was enorm ist, 3 Meter, ist das Fahrzeugboden komplett flach. Das heißt, ich brauche diese vorne Kardanwelle, was wir früher hatten, diesen Kardantunnel im Auto, was immer dieser Wulst zwischen Fahrer, zwischen hinten, die Vorpassagiere im Weg ist, oder ich vorne entsprechend dann meistens meine Schaltkulisse oder sonstige Sachen draufgebaut bekommen habe, entfällt komplett. Das heißt, ich bin flexibel und variabel in der Darstellung vom Innenraum. Ja, da habe ich sehr viele Vorteile am Raumangebot. So, dann hat natürlich diese Plattform, hat Hyundai auch viel Know-how eingebaut.
um dem Fahrzeug mit dieser Plattform auch einen hohen Grad an Sicherheit, Thema Knautschzone, wie verhält es sich in einer Unfallsituation anzugedeihen. Genau, aber jetzt dieser Batteriepack ist ja auch immer ein großes Thema in den Beratungsgesprächen. Ja, was passiert denn, wenn ich einen Unfall habe oder wenn ich irgendwo aufsetze und so weiter. Und in dem IONIQ 5 bzw. in der Plattform ist dieser Batteriepack ja komplett im Boden verbaut und seitlich gegen Aufprall nochmal mit extra Stahl eingebaut und so weiter. Wir haben also hier das Thema, wenn ich einen Auffahrunfall oder einen seitlichen Aufprall habe und so weiter alles, der Batterie kann nichts passieren. Das wird komplett umgeleitet, abgeleitet, die Aufprallenergie. Innen drin, dieser Pack ist so gesichert, dass selbst wenn ich irgendwo aufsetze, beim irgendwo drüberfahren, weil ich jetzt mit dem Allrad im Gelände unterwegs bin. So, verstanden. Wir haben hier eine tolle neue Plattform, die es uns ermöglicht, günstiger Elektroautos zu bauen und viel Know-how drin ist, um mehr Komfort, mehr Platz, mehr Sicherheit zu bieten. Aber wahrscheinlich, sonst wird ja so eine Plattform gar keinen Sinn machen, wird es ja nicht nur bei diesem Vertreter, den wir ja hier sehen, den ersten, der das nutzt, von dem wir übrigens beide begeistert sind und uns drum prügeln hinter der Kamera, wer ihn nachher mit nach Hause nehmen darf, sondern werden ja wahrscheinlich auf dieser Plattform auch weitere Modelle in der Zukunft kommen. Das ist korrekt. Und Hyundai hat sich dazu entschieden, für diese Elektrofahrzeuge, die es jetzt auf den Markt bringen möchte mit dieser Plattform, eine eigene Submarke zu gründen. Und diese Submarke heißt IONIQ. Und darauf aufbauend kommen dann die Fahrzeuge entsprechend mit Nummern. Also deshalb IONIQ 5 und 5 als ungerade Zahl stellt die SUV-Bauweise der Fahrzeuge dar. Das heißt, da kommt schon demnächst ein weiterer. Da wissen wir auch schon, da gibt es schon Studienbilder von Hyundai. Das heißt, der IONIQ 7 ist also auch wieder ungerade, heißt SUV. Und das 7 ist größer als die 5, also wird das Fahrzeug größer sein als der IONIQ 5. Ebenso kennen wir auch schon Bilder von dem IONIQ 4. 4 heißt dann, es ist kein SUV, das geht eher in die Limousinenart. In dem Fall eine recht sportliche Limousine, was sie da als Bild zeigen. Und die bauen alle auf der gleichen Plattform auf und haben dadurch dann eben diese gleichen Vorteile mit Raumangebot, entsprechend flexibel nutzbar, Gewicht nach unten versetzt und so weiter. Also Attacke. Hyundai mit dieser Plattform sagt klar, wir wollen die Nummer 1 bei der Elektromobilität sein. Wir hoffentlich können wir ja parallel zu diesen zwei Studien schon mal Bilder einblenden. Ich denke da auch so das S-Modell von Tesla, so hallo, zieht euch warm an, da kommen tolle, tolle Fahrzeuge und so einen tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann hoffe ich, dass wir euch begeistert haben für Hyundai, für die Fahrzeuge. Schaut euch bitte die anderen Firmen an. Wenn Fragen sind, ich weiß nicht, ob er wirklich Ingenieur ist, aber er tut so, dann ab in die Kommentare. Ich werde ihn fragen. Wir freuen uns natürlich auch über jedes Like, auch über konstruktive Kritik und natürlich auch über jedes Abo. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hier im YouTube-Kanal vom Autohaus Walter aus Pforzheim wiedersehen. Dankeschön!